Ich bin für Klammern. Wir haben zu Beginn der Sommersaison uns unterhalten und jetzt ist der Sommer zu Ende und da wollen wir uns auch noch mal kurz schließen. Dr. Walter Hofer, der FIS-Renndirektor, danke Walter. Wir bleiben beim Du, wir spielen kein Theater, ne? Okay, machen wir nicht. Gut. Machen wir nicht. So, Walter, dein Fazit. Ich meine, dass alle die Qualifikation springen müssen, darüber diskutiert eigentlich schon gar keiner mehr. Das ist Usus. Naja, es ist eine Frage des Standpunktes. Natürlich gibt es Athleten und manche Trainer, die sagen, ihnen wäre es lieber, dass ihre fix qualifizierten Leute sich hier und da mal ausruhen können. Andere, die mehr für die Chancengleichheit und für die Fairness plädieren, die sagen natürlich, alles sollten durch die Quali. Und in diesem Spannungsfeld werden wir am kommenden Freitag unsere Entscheidung treffen. Und tendenziell glaube ich doch, dass es keine großen Widerstände geben wird. Außerdem, Walter, wenn ein Springer, sagen wir mal ein richtig guter Springer, wenn er sich überstrapaziert fühlt, kann er einen Trainingsdurchgang weglassen. Na, ich glaube, das ist gar nicht das Thema. Es geht natürlich um den theoretischen Fall, dass einer von den ersten 10 auch einmal rausfallen kann. Aber ich sehe das auch sportlich, das schafft mehr Fluktuation, weil die Leistung bleibt ohnehin wieder bei ihm. Und wenn er es nicht schafft, unter die 50 zu kommen, hilft auch eine qualifizierte Position nicht viel, denn er muss dann im ersten Wertungsdurchgang wahrscheinlich auch raus. Das haben wir ein paar Mal gesehen. Andererseits ist es natürlich klar, dass es ein Privileg ist. Aber mittlerweile sind wir so weit, dass die Qualifikation doch auch ein mediales Interesse erzeugt hat und damit ein gewisser Entscheidungsfaktor reinkommt, wenn wir sagen, dass niemand vorqualifiziert ist. Kommen wir mal zum Fazit des Sommer Grand Prix. Anfang aus meiner Sicht unmaßgeblich absolut okay. In der Mitte Hängematte, am Ende wieder okay. Ich kenne deinen Standpunkt, du sagst Winter ist Winter, Sommer ist Sommer. Und wer nicht will, der hat und wer nicht frisst, ist satt. Also wir haben das immer so gehalten, dass der Sommer für uns in mehreren Bereichen eine Ergänzung zum Winter darstellt. Ich freue mich im Sommer, wenn Nationen und Athleten auch zu ihren Punkten kommen, die ihnen wieder die Reisetätigkeit bezahlt macht und die dann auf 2 Jahre hinaus wieder eingeladen werden von den Veranstaltern. Also es hat 2 Seiten. Aus rein sportlichem Gesichtspunkt muss ich sagen, dass ich echt positiv überrascht bin für den Umstand, den ich eigentlich schon jahrelang vorausgesagt habe. Aber es kommen jetzt tatsächlich so die zweite, dritte Ebene der Nationen ins Vorderfeld. Ich denke hier an die Franzosen, an die Italiener, vor allem an die Russen. Und ich glaube, das hat sich jetzt abgezeichnet, dass die konstant bessere Leistungen bringen. Und ich bin durchaus der Meinung, dass das Feld breiter wird, dass die Spitze, wenn ich das so sagen darf, breiter wird. Es gibt jetzt viel mehr Spitzenathleten und es fällt gar nicht auf, wenn einmal der eine oder andere nicht dabei ist. Bis jetzt hat trotzdem noch immer einer gewonnen. Es gibt meistens mehrere Meinungen dafür, dagegen, Vorschlag gleich in die Tonne klopfen, darüber nachdenken. Wenn man den Sommer Grand Prix, sage ich mal, um 20% integrieren würde in den Weltcup, gleich vom Tisch wischen oder kann man nachdenken? Na, natürlich kann man nachdenken, es gibt sicher mehrere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, im Moment ist für uns der Sommer Grand Prix noch ein ideales Betätigungsfeld, um Reglemente auszuprobieren, Material auszuprobieren. In sich geschlossen ist der Sommer Grand Prix auch eine Serie, die eine bestimmte Bedeutung hat für bestimmte Veranstalter. Die Athleten haben ihre Wettkämpfe zum Überprüfen ihrer Form. Also ich glaube, dass der Sommer immer noch eine ideale Ergänzung ist für die Wintervorbereitung. Wenn natürlich mehr gewünscht werden würde, dann bedürfen wir zuerst einmal eines Antrages eines Verbandes. Wir müssen dann die Fakten auf den Tisch legen. Aber die Integrierung einzelner Punkte in die Gesamtserie findet ja schon statt, indem die Ergebnisse des Sommer Grand Prix für die Quotenberechnung herangenommen wird. Ja, im Moment sind wir mit dem Status Quo zufrieden, aber natürlich ist immer Luft nach oben. Walter, du weißt, ich höre manchmal die Flöhe hustern. Gibt es leichte atmosphärische Störungen zwischen dir, der FIS und Klingenthal, was das Ausrichten angeht? Wenn du gestern die Mannschaftsführersitzung meinst, dann sind das tatsächlich atmosphärische Gegebenheiten. Ich war etwas überrascht, dass kein Windnetz vorhanden ist.
genau das, was uns heute ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Ach, das hat man dir gar nicht gesagt? Das hat man mir nicht gesagt und das war eigentlich die gesamte Irritation. Ansonsten ist es natürlich einer unserer renommierten Veranstalter. Da lasse ich nichts dran rütteln. Ich bin ziemlich sicher, der letzte Satz geht einigen runter wie Öl, die schon Angst hatten, dass Klingenthal eventuell von der Karte verschwindet. Also ich glaube, wir haben gezeigt, wie stark die Skisprungfamilie auf Wettkämpfe in Deutschland ausgerichtet ist. Und natürlich kommen die Besten auf den Plan. Das machen sich die Veranstalter unter sich aus. Das entscheiden eh nicht wir. Aber Klingenthal gehört eigentlich in die Reihe jener Veranstalter in Deutschland, bei denen es kein Plus und Minus gibt. Also die sind auf gleicher Höhe. Okay, Walter, wir haben in Hinterzarten, da hast du gesagt, ich freue mich auf das Abschlussinterview dann nach dem Ende des Weltcups in Planica. Ich freue mich, dass wir uns öfters unterhalten können, weil wir immer wieder auch, sagen wir, Stoff finden und etwas zur Klarheit beitragen können. Und mit dir darf ich reden, da habe ich kein Verbot. Achso, jetzt habe ich eigentlich war die Frage zu lang, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was du von mir hören willst. Ist auch gut so. Ja, da brauche ich keine Antwort. Es war nur. Alles klar. Okay, danke schön, Walter. Danke.